Wir haben sehr oft junge Aufseherinnen gekriegt, die waren nur 2, 3 Wochen da, je nachdem. Manche hat sie ganz menschlich benommen, die andere hat wirklich geglaubt, also sie hat einen Schwerverbrecher vor sich. Ja? Aber wir haben gerätselt, was, wie kommen die Jungen da her und dann sind sie gleich wieder weg, nach ein paar Wochen. Und wie ich dann in Ravensbrück war, habe ich es eigentlich auch noch nicht erfahren, sondern da war ich schon 20 Jahre in Freiheit, ist eine junge Frau dahergekommen. Die ist geboren, da drinnen hat es ein Ding gegeben in Bisting, wo Kinder von Nazi-Offizieren oder von verheirateten Nazi, was die schwanger geworden sind, die haben da ihre Kinder also zur Welt gebracht und die haben Lebensmittel geschickt. Ja? Und Anne war dabei, also da war der Vater ganz ein großer, ein Hocher, ja? Und deren Mutter ist auch dort gewesen, als Aufseherin ausgebildet worden. Und hat sie nicht traut, alleinig hinfahren dort. Und ist gekommen, so wie es hier jetzt da seid, und hat mit mir sich da 1 Stunde, 2 unterhalten. Und hat gesagt, also sie möchte, das hat einen eigenen Namen, das war so, vor ihm die Schwangeren. Ja. Und ich habe die Adresse hier alles, weil ich war ja dort. Und ich bin mit ihr hin, ja, und sie hat erfahren, dass von ihrer Tante, von der Schwester von ihrer Mutter, und die Mutter von ihr ist ziemlich früh gestorben, also wie es nur ein Kleinkind war, in die 50er Jahre schon oder was, und die Tante, die ältere Schwester, hat sie aufgezogen. Und einmal haben sie irgendwo geputzt und zusammengeräumt und dann reißt von einer Stirn, die aufgeht, ein Prädel weg. Und sie ist neben der Tante gestanden, da war sie aber schon 30 Jahre alt. Sie war dann sogar ORF-Angestellte, hochintelligent. Ja? Und haben die Pistolen rausgenommen und dann hat die Tante die Wahrheit erzählt. Deine Mutter war Aufseherin im KZ Ravensbrück. Und unter anderem hat sie auch erzählt, dass sie ausgebildet wurden in Wien im Anserlandl. Ja? Und die war aber derart neugierig und interessiert an diesem Heim da drinnen und ist erst zu mir gekommen und wie es halt Vertrauen gehabt hat, dann habe ich gesagt, sie soll nach ein paar Tagen kommen, ich fahre mit ihr dort rein. Haben wir sehr viel erfahren, ja. Und so bin ich dann drauf gekommen, nach so vielen Jahren, warum dort die jungen Mädchen waren, ja. Also um die 20 Jahre älter waren sie nicht.